Г Einen guten, einen aufrichtigen Gruß, euch und euren Kindern. Ich halte schon seit längerem Ausschau nach euch. Es hat sich bei mir angesammelt ein hübscher Stapel Ware für euch. Ich frage mich die ganze Zeit, Ajeko, wo bist du? Das heißt in diesem Fall, wieso sieht man euch nicht? Und man antwortet mir, dass ihr irgendwo in der Weltgeschichte herumkreuzt, in fernen Ländern, so wie wir in der Esterrolle lesen, 127 Länder. Aber mir scheint, dass ihr mich irgendwie seltsam anschaut. Ihr zweifelt wohl und denkt euch dabei, ist er das? Ist er das nicht? Er ist es, bei der Scholle, er ist es, euer alter Freund Tevje höchstpersönlich, der Milchmann Tevje, Tevje selbst, bloß statt Milchmann nunmehr einfach nur ein Jude, ein vollblutiger Jude, ein alter Jude, wie ihr seht, obwohl an Jahren eigentlich noch gar nicht so alt, so wie wir bei der Pesachlesung am Sederabend sagen »Horejonikibentschewim«. Bin ich doch etwa siebzig Jahre alt, das heißt in diesem Fall von den siebzig noch ganz weit entfernt. Ei, und das Haar schon ganz weiß. Glaubt mir, lieber Freund, nicht aus lauter Freude. Ein bisschen meine eigene Sorgen, ich mag mich nicht versündigen, und ein bisschen jene des ganzen Volkes Israel. Schlechte Zeiten sind es, eine unerfreuliche Ära für Juden. Aber ich weiß, was euch beschäftigt. Es beschäftigt euch etwas anderes. Ihr habt euch wohl daran erinnert, dass wir mal voneinander Abschied genommen haben, bevor ich hätte in das Land Israel verreisen sollen. Folglich geht ihr bestimmt davon aus, dass vor euch der vierte Rückkehrer steht, aus dem gelobten Land, meine ich. Und ihr wartet wohl schon ungeduldig darauf, die letzten Neuigkeiten zu hören einen Gruß vom Grab unserer Mutter Rachel und von der Höhle Machpele entgegenzunehmen und dergleichen mehr. Nun, ich kann euch beruhigen, und wenn ihr Zeit habt und zuhören wollt, aber aufmerksam zuhören, so wie es in dem Vers geschrieben steht, »Shamoni, höre mir zu«, dann werdet ihr selbst schon sagen, dass der Mensch ein Rindvieh ist, und dass wir einen starken Gott haben und dass er es ist, der die Welt beherrscht. Kurz und gut, welcher Wochenabschnitt ist jetzt bei euch dran? weikro und Berief? Bei mir nicht. Bei mir ist ein anderer Wochenabschnitt dran. Der Wochenabschnitt Lejlejho. Leich Man hat zu mir gesagt, Lejlejho, Leich geh. Das heißt in diesem Fall, du musst hinausgehen, Tavie mercecho aus deinem Land, um im und von deiner Verwandtschaft. Das heißt in diesem Fall, aus deinem Dorf, wo du geboren bist und all deine Jahre verbracht hast, Elho Orez in ein Land, das ich dir zeigen will. Das heißt in diesem Fall. Wo dich deine Augen hinführen werden? Und wann kommt man auf die Idee, dem Tewier diesen Vers vorzusetzen? Ausgerechnet dann, wenn er schon alt und schwach und elend ist, so wie wir es am Neujahrsfest in dem Gebet sagen, Alter schricheinüle e signo, verwerfe uns nicht auf die alten Tage. Aber ich greife das Letzte vor dem Ersten auf. Ich habe ganz vergessen, wo wir stehen geblieben sind und dass ich euch noch gar nicht erzählt habe, was es im Lande Israel Neues gibt. Nun, was soll es dort schon Neues geben, mein lieber Freund? Ein Land ist es. Uns beiden soll so ein ganzes Jahr gegönnt werden. Eret zowes cholevu vosch Ein Land, wo Milch und Honig fließt. So steht es schon in der Tora geschrieben. Der einzige Nachteil dabei ist, dass das Land Israel in Israel ist. Und ich, wie ihr sehen könnt, ich bin vorläufig noch aus dem Land Israel weg, also eigentlich im Ausland. Dem Tevie, hört ihr, ist wohl der Vers aus der Esterolle gewidmet worden. Komme ich um, so komme ich um. Das heißt in diesem Fall. Ein Schlemiel bin ich gewesen, und als ein Schlemiel werde ich schon sterben. Es hat so ausgesehen, als ob ich fast mit einem Fuß schon auf der anderen Seite stehe, im gelobten Land meine ich. Nur noch die Fahrkarte nehmen, sich aufs Schiff setzen und ab die Post. Was macht Gott? Er fasst einen Beschluss. Gleich sollt ihr euch die Freude anhören. Und mein ältester Schwiegersohn, Mottel Kamsol, der Schneider aus einer Tefka, nicht für hier und nicht irgendeinem Juden zugedacht, er legt sich hin, ein gesunder, ein starker, und stirbt weg. Das heißt, ein besonderer Kerl ist er nie gewesen. Nebenbei gesagt, ein Handwerker. Gesessen hat er Tag und Nacht, all hat teure wie all hat wollte. Mit der Torah und mit der Arbeit, das heißt in diesem Fall, mit der Nadel und mit der Zwirn und hat mit Verlaub Unterhosen gestopft. All das so lange, bis er die Schwindsucht bekommen hat. Er hat angefangen zu husten und hat gehustet und gehustet, bis er das letzte Stückchen Lunge ausgespuckt hat. Es hat kein Doktor mehr geholfen und kein Tatar und keine Ziegenmilch und keine heiße Schokolade mit Honig. Er ist ein braver Junge gewesen. Wenn auch ein einfacher, kein Schriftgelehrter, aber ehrlich, ohne Tricks. Und geliebt hat er meine Tochter. So ist das Leben. Für seine Kinder hat er Opfer gebracht. Und für mich ist er selbst zum Sühneopfer geworden. Kurz und gut, als sein Vers zu Ende gesprochen war: The Jomes Mäusche« und es starb Moses, das heißt in diesem Fall, Mottl ist gestorben hat er mir eine wirkliche Zündbombe zurückgelassen. Nicht einmal träumen hätte ich können vom gelobten Land. Ich hatte schon genug gelobtes Land bei mir zu Hause gehabt. Kann man denn, frage ich euch, eine Witwe mit kleinen Waisenkindern allein lassen? Obwohl andererseits, was ist meine Hilfe schon wert, ein Sack voller Löcher? Ich werde doch ihren Mann nicht zum Leben erwecken können. Ich werde ihren Kindern den Vater von jener Welt nicht zurückholen können. Und ich selbst bin doch auch nicht mehr der sündige Mensch, der ich mal war. Auf die alten Tage möchte man ein bisschen die Beine ausstrecken, ein bisschen das Gefühl haben dürfen, dass man ein Mensch ist und kein Vieh. Genug des Getümmels, genug des Schwelgens im Diesseits. Man muss auch ein bisschen anfangen, über jene Welt nachzudenken. Es ist Zeit zumal ich meine paar habseligkeiten schon in den wind geschlagen hatte das pferd wie ihr wisst längst schon laufen lassen die rindviecher bis zum letzten verkauft geblieben sind mir höchstens ein paar ziegenböcklein aus denen noch etwas werden könnte wenn man sie gut pflegt und auf einmal geh und übernehme auf die alten tage die vaterschaft für waisenkinder spiele den vater von kleinen kindern nun Ihr meint, das war es schon gewesen. <laughs> Nehmt euch Zeit. Der Kern der Geschichte ist längst noch nicht zu Ende. Denn wenn Tevi eine Sorge heimsucht, das wisst ihr doch schon, braucht er auf die nächste Sorge nicht lange zu warten. So zum Beispiel, wenn mir mal ein Rind krepiert ist, dann kam bald darauf die Reprise. Und ein weiteres Vieh, nicht euch zugedacht, ist auf der Strecke geblieben. So hat eben Gott sein kleines Universum geschaffen, und so wird es auch bleiben, da gibt es nicht zu wollen. Kurz gesagt, ihr erinnert euch doch noch an die Geschichte mit meiner jüngsten, mit meiner Belke meine ich, wie sie das Große losgezogen hat, sich den Hecht geangelt, einen Pet Hotzer, ein Großmaul, den Kriegsgewinnler von einem Bauunternehmer, der Säcke voll Gold nach ihr geholt und sich in meine Tochter verliebt hat, sich nach einer Schönheit umgeschaut, deswegen die ganze Welt auf den Kopf gestellt, so dass ihn beinahe der Schlag getroffen hätte, der dann den Heiratsvermittler, Ephraim, sein Name soll ausgetilgt werden, zu mir geschickt hat, sie genommen hat, wie sie leibt und lebt, und sie von oben bis unten mit Geschenken überschüttet, mit Diamanten, und Brianten, was für ein Glück, möchte man meinen, nicht wahr? Nun, aus dem ganzen Glück ist nichts wie ein Glückser geworden. Aber was für ein Glückser! Ein Glückser, der euch glatt die Kehle so zuschnürt, dass ihr den Allmächtigen zur Hilfe und Rettung anrufen werdet. Denn wenn Gott befiehlt, dass sich das Rädchen zurückdrehen soll, dann fällt ganz schnell die Schnitte mit der Butter nach unten, so wie wir in Hallelgebet sagen: Me me offerdol, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube. Und bevor man sich einmal richtig umschauen kann, bums, ist es schon: Der Herr Liroit, schaut der herniederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde, das heißt in diesem Fall, Rein in die Erde mit allen Annehmlichkeiten. Gott mag es gern, mit dem Menschen Spielchen zu spielen. Ach und ob er es mag, Spielchen zu spielen. Mit Davie hat er nur zu oft Spielchen gespielt. Eilim vejordin, stiegen daran auf und nieder. Das heißt in diesem Fall rauf und runter. Und so ist es auch mit meinem Bauunternehmer, mit dem Pedhazur gewesen. Ihr erinnert euch doch bestimmt an seinen Prunk mit dem Haus und den 13 Dienstmägden, mit den Spiegeln und den Uhren und den Nippes in ihr Hupetz? Pipapo, ihr erinnert euch. Ich habe euch erzählt, wie mir scheint, von diesem Haus, wo ich meiner Belke so zugeredet habe. Ja, was heißt, direkt angefleht habe ich sie. Er möge das Haus doch kaufen, aber um Himmels Willen auf ihr Namen. Tja. Man hat mich wieder einmal so ernst genommen wie das Fauchen einer Maus. Was versteht schon ein Vater? Gar nichts versteht der Vater. Und was, glaubt ihr, war das Ende der Geschichte? Das Ende der Geschichte ist jedem Feind gesagt, den ihr wo auch immer habt. Dessen nicht genug, dass ihn die übelste Pleite erwischt und zum Sturz gebracht hat. Und dass er alle Spiegel und Uhren verkaufen musste samt den Diamanten und Brillanten seines Weibes, sondern er ist bis zur Lebensgefahr hin in einen schmutzigen Morast hineingeraten, so dass er keinem Juden zugedacht die Flucht ergreifen musste, sich absetzen dorthin, wo nicht einmal mehr der Schabbes richtig heilig ist. Nach Amerika meine ich. Da fahren doch alle Verzweifelten hin, also sind auch Sie dorthin gefahren. Während der ersten Zeit wurde ihnen übel zugesetzt. Das bisschen Bares, was sie hatten, haben sie aufgegessen. Und als es nichts mehr zum Essen gab, mussten die Ärmsten arbeiten gehen, Frondienste leisten, wie die Juden in Ägypten. Beide, sowohl er als auch sie. Jetzt schreibt sie, dass es ihnen schon Gott sei Dank halbwegs geht. Strümpfe machen sie mit einer Maschine. Das ist ihre Arbeit, so schreibt sie. Und ansonsten machen sie sich ein Leben. So heißt es wohl dort. Bei uns nennt man sowas das Stückchen Brot am Seil aus dem Loch zu ziehen. Ihr ganzes Glück sei, so schreibt sie, dass sie nur zu zweit sind, ohne Kind und ohne Rind. Nun, auch das sei zum Guten. Tja, frage ich euch, soll nicht der böse Geist in die Tante seines Onkels fahren? Ich meine den Heiratsvermittler Ephraim für die großartige Partie die er mir arrangiert hat, und für die Gosse, in die er mich hineingesteuert hat. Wäre es denn falsch gewesen, wenn sie einen Handwerker geheiratet hätte, wie die Zeitl, oder einen Lehrer, wie die Hodel? Nur, dass die auch kein besonderes Glück gehabt haben, die eine als junge Witwe und die andere weiß der Kuckuck in welcher Hölle in Verbannung verschickt. Das ist doch ein Ding Gottes. Was kann der Mensch da schon ausrichten? Hört ihr? Da muss ich schon sagen, dass sie ein kluges Weib gewesen ist, meine Golde. Gott hab sie selig, was man auch schon daran sehen kann, dass sie sich rechtzeitig umgeschaut und verabschiedet hat von dieser törichten Welt. Das zeitliche gesegnet, weil sagt doch selbst, ist es nicht tausendmal besser, gleich unter der Erde zu liegen und dort Brötchen aus Lehm zu backen, als solche Elternquälerei wie Tavié mit seinen Töchtern mitmachen zu müssen aber es ist schon so wie es in dem abschnitt geschrieben steht du lebst wider deinen willen das heißt in diesem fall der mensch kann sich nicht selbst sein leben aussuchen und nehmen und wer es kann bereut es dann wie man so sagt aber inzwischen sind wir ganz von dem pfad abgekommen wie es dazu heißt nach kehren wir zu unserem ursprünglichen Gegenstand zurück. Also lasst uns, wie ihr es in euren Büchern nennt, den Prinzen einen Prinzen sein und uns der Prinzessin zuwenden. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, bei dem Wochenabschnitt Leich leichho Aber bevor wir zu dem Wochenabschnitt leichleicho kommen, Möchte ich euch bitten, euch zu bemühen, mit mir noch etwas bei dem Wochenabschnitt Bolek zu verweilen. Jenem über den Moabiterkönig Balak, den wir im Bethaus immer im Sommer, im Monat Tammuz lesen. Bei dem, in dem wir lernen, dass es die Feinde Israels ruhig versuchen können, verfluchen zu lassen, wem Gott seinen Segen verhießen hat. Gegen den Willen Gottes schaffen sie das nie und nimmer. Ich weiß, es ist ein uralter Brauch, sich mit dem Wochenabschnitt Bolleck viel später zu beschäftigen, als mit dem Wochenabschnitt Leichlecho, den wir im Bethaus schon im Herbst, im Monat Cheschwan, einige Wochen nach dem Neujahrsfest lesen. Aber bei mir hat es sich umgekehrt ergeben. Mich hat man erst die Lektion vom Wochenabschnitt Bolleck lernen lassen und dann erst die Lektion von Leichlecho. Und Bolleck hat man mir so schön beigebracht, dass es sich für euch lohnt, dem zuzuhören. Es könnte euch mal zu Nutzen kommen. Kurz und gut, es ist schon lange her. Es war kurz nach dem Krieg, noch in der Zeit der Aufregungen um die Kanz in Zion, als die Kaninchenjagd auf die Juden angefangen hat. Zuerst in den großen Städten, dann in den Städtchen, aber bis zu mir ist sie nicht vorgedrungen und sie konnte bis zu mir auch gar nicht vordringen. Wieso? Einfach so. Wenn man so lange unter den Unbeschnittenen lebt, zwischen lauter Esaus, ist man schon verbunden mit all den Großbauern im Dorf. Jedid neifeshova rochmen, Seelenfreund, barmherziger Vater, das heißt in diesem Fall, Bertuschka Tevel ist für sie das Gelbe vom Ei. Wie es kommt, sucht man einen Ratschlag, findet man ihn bei Tevel, wegen einer Arznei gegen Schüttelfraust geht man zu Teville. In Sachen Wohltätigkeit wendet man sich auch an Teville. Nun denn, hatte ich es nötig, über solche Dinge nachzudenken wie pogrome Dummheiten, wenn mir doch die Unbeschnittenen selbst so oft gesagt haben, ich bräuchte keine Angst zu haben, sie würden es nie zulassen. Und wie es kam, das werdet ihr schon hören. Kurz und gut, ich fahre einmal nach Hause aus Bobrick. Damals war ich noch lucy auf den Höhen. Das heißt in diesem Fall, so wie er zu sagen pflegt, in meiner besten Zeit. Ich handelte noch mit Milchwaren, mit Käse und Butter und dergleichen. Ich habe das Pferdchen ausgespannt und es mit etwas Heu und Hafer versorgt. Ich hatte noch nicht einmal genug Zeit, mir die Hände vor dem Essen zu waschen. Da schaue ich auf den Hof. Und der ist voll von Unbeschnittenen. Die ganze Versammlung, all die feinsten Hofbesitzer, von dem Dorfschulzen Ivan Popperile bis hin zum Hirten Trachim. Und alle sehen sie etwas seltsam, feierlich aus. Erst hat es mir einen Stich im Herzen gegeben. Was gibt es da so plötzlich zu feiern? Sind Sie vielleicht gekommen, um mir eine Lektion zu erteilen, ganz wie es im Wochenabschnitt Bollek steht? Aber dann habe ich andersherum überlegt. Pretevie, schämen solltest du dich vor dir selbst. Dein Leben lang wohnst du allein unter so vielen Unbeschnittenen im Frieden. Keiner hat dir auch nur ein Haar gekrümmt. Und ich gehe zu ihnen mit einem eifrigen Gruß hinaus. Willkommen, sage ich zu ihnen. Was macht ihr denn hier, meine lieben Nachbarn? Was habt ihr denn Schönes auf dem Herzen? Und was gibt es bei euch Neues? Da tritt der Dorfschulze, Ivan Poperille, meine ich, hervor und sagt zu mir ganz offen und ohne Umschweife, »Hier sind«, sagt er, »zu dir gekommen, Tevel, um dich zu prügeln.« Was sagt ihr zu einer solchen Rede? Das nennt man bei uns »es durch die Blume sagen«, ich meine, feine Andeutungen machen. Wie auch immer, wie mir ums Herz geworden ist, das könnt ihr euch denken. Aber etwas nach außen zeigen? nee nie im Leben! Tavia ist kein kleines Kind. Und ich sage zu ihnen ganz lebhaft, Herzlichen Glückwunsch euch allen, sage ich. Aber wieso fällt es euch erst so spät, ein Kinder? Andernorts hat man es fast schon wieder vergessen. Da sagt zu mir Ivan Popperile, der Dorfschulze, meine ich. Aber nun schon ganz ernst. Verstehst du, Tevel? sagte er. Wir haben uns, sagte er, richtig beraten. Sollen wir dich prügeln oder nicht? Überall rundherum prügelt man euch, sagte er. Warum sollten wir ausgerechnet bei dir eine Ausnahme machen? Und in der Versammlung haben wir, sagte er, beschlossen, dass wir dich sehr wohl prügeln wollen. Allein, wir wissen selber noch nicht, was genau wir mit dir anstellen sollen, Tevel. Sollen wir dir bloß die Fensterscheiben einschlagen und deine Federbetten und Kissen auftrennen und die Federn in die Gegend streuen? Oder sollen wir, sagte er, Dein Haus samt dem Stall mit allen deinen Habseligkeiten anstecken. Da ist es mir schon ganz schön trüber geworden auf dem Herzen, und ich betrachte mir meine Nachbarn, wie sie dastehen, angelehnt an ihre langen Stöcke und flüstern untereinander in aller Stille. Hat es zu bedeuten, dass es für sie Schluss mit Lustig ist? Wenn dem so ist, sage ich bei mir, dann ist es doch so, wie es in den Psalmen geschrieben steht. Boi, moimod nefisch, das Wasser geht mir bis an die Kehle. Das heißt in diesem Fall, du sitzt, Tevje, in einer schönen Patsche. Ob da wohl auch der Vers greift, ist doch Bele Sotten, öffne deinen Mund vor dem Satan nicht. Ach, Tevje, denke ich bei mir, mit dem Todesengel spielt man nicht, man muss ihnen etwas sagen und was soll ich euch lange reden halten lieber freund offensichtlich war es mir beschieden ein wunder der allmächtige hat es mir eingegeben dass ich ruhe bewahren soll und ich sage zu ihnen zu den unbeschnitten meine ich beherzt und als sei ich bester dinge wisst ihr was sage ich zu ihnen wenn es die versammlung so beschlossen hat sage ich dann gibt es daran nicht zu rütteln denn was könnte es höheres geben als die Versammlung? Aber was ist, wenn es doch noch etwas höheres gibt als die Versammlung? Könnt ihr euch denken, was es sein könnte? Sie sagen, ja, was könnte es noch höheres geben als die Versammlung? Ich sage, Gott. Ich meine jetzt nicht. Unser Gott oder euer Gott, ich meine, sage ich, unser Gott und der Gott unserer Väter, das heißt in diesem Fall der Gott von uns allen, der eben, der mich und nicht zu verwechseln, euch und eure ganze Versammlung geschaffen hat. Das ist der, den ich meine. Und bei ihm, sage ich, muss man sich erkundigen, ob er will, dass ihr mir Böses antut oder nicht. Denn es kann durchaus sein, sage ich, dass er eben das befiehlt. Aber es kann auch wieder sein, dass er es auf keinen Fall wünscht. Ei, woher sollen wir das wissen? Lasst uns, sage ich, ein Los werfen. Da, sage ich, liegt Gottes Psalter. Ihr wisst doch, was Psalme sind. Soll uns also der heilige Psalter richten? Mag er unser Friedensrichter sein? Er soll entscheiden, ob ihr mich prügeln sollt oder nicht. Sie schauen sich neugierig um, und der Dorfschulze Ivan Popperille tritt hervor und sagt zu mir, Und wie zum Beispiel soll es der heilige Psalter entscheiden? Ich sage, Wenn du mir, lieber Ivan, sage ich, deine Hand darauf gibst, mit deinem Handschlag bestätigst, sage ich dass sich die versammlung an alles halten wird, was der psalter entscheidet, dann sage ich, werde ich es dir zeigen. Ivan streckt mir seine Hand entgegen und sagt: "Abgemacht ist abgemacht." Wenn es so ist, sage ich: "In Ordnung." Jetzt, sage ich, werde ich in dem Psalter irgendeine Seite aufschlagen und euch das erste Wort, sage ich, das mir in die Augen fällt, vorlesen und ihr sage ich, werdet so nett und lieb sein und es mir nachsagen. Wenn es mir einer von euch nachsagen kann, dann ist es ein Zeichen, sage ich, dass Gott befiehlt, ihr mögt, mit der wir tun, was ihr wollt. Und wenn nicht, sage ich, ist es ein Zeichen dafür, dass es Gott nicht befiehlt. Seid ihr einverstanden? Der Dorfschulze Ivan wechselt Blicke mit der Versammlung und sagt zu mir, Freund, wenn denn so ist, sage ich und öffne vor Ihnen meinen Psalter, dann ist es auch recht. Da habt ihr es also, sage ich. glockes Könnt ihr, sage ich, euch ein Herz nehmen und mir das Wort glockes nachsagen? Und das war schon gleich ein zweites Wunder, das an mir geschehen ist. Weil es der Zufall so wollte, und ich habe den Psalter ausgerechnet beim 35. Kapitel aufgeschlagen, wo es heißt, wie ihr euch vielleicht erinnert, Herr, führe meine Sache wieder, meine Widersacher, bekämpfe die mich bekämpfen, ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen, zücke Speer und Streitaxt wider meine Verfolger, Sprich zu mir, ich bin deine Hilfe. Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück wollen. Sie sollen werden wie Spreu vor dem Winde. Und der Engel des Herrn stoße sie weg. Ihr Weg soll finster und schlüpfrig werden. Und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt, ohne Grund mir eine Grube gegraben. Nun, und ausgerechnet auf dieser Seite habe ich das Buch aufgeschlagen. Und ausgerechnet in dem Vers, ihre Weg soll finster und schlüpfrig werden, ist mein Auge auf das Wort schlüpfrig gefallen, eben, the Glockes in der heiligen Sprache der Schrift. Sie schauen einer den anderen an. Und alle schauen sie mich an. Und Sie wollen von mir, dass ich das Wort noch einmal wiederhole? Ich sage, meinetwegen auch dreimal, wenn Ihr es wollt. Wach alle Glockes, wach alle Glockes, Sie sagen, nein, Devil. Sage nicht immer nur chal, chal, chal. Spreche es, sagen Sie, schön deutlich und schön ordentlich und ganz langsam aus. Ich sage, Ganz wie gewünscht. Ich spreche es schon deutlich und schön ordentlich und ganz langsam aus. We Zufrieden? Nun hat ein jeder eine Weile nachgedacht und hat sich dann ein Herz genommen und dann ging es los, bei jedem auf seine Art. Der eine sagt Chaydamaki, ein anderer Lomaki. Beim dritten ist sogar herausgekommen, Cheikalia. Was mag ihm denn ausgerechnet an Cheikalia so gefallen haben? Hat er es am Ende mit dem Krüppel Naftaliger schon seiner Chaya Lea aus einer Tevka verwechselt gehabt? Ich merke, dass es eine Geschichte ohne Ende wird. Also sage ich zu Ihnen: Wisst ihr was, Kinder? Ich sehe, dass die Arbeit, sage ich, über eure Kräfte geht. »Offensichtlich,« sage ich, »ist Vachaleklokkes nichts für eure Köpfe. Ich gebe euch,« sage ich, »noch eine Gelegenheit mit einem anderen Wort aus dem Psalter. Mimeumokim! Mimeumokim, Karosichor! Also, wie ihr wisst, aus der Tiefe rufe ich. Und das Fest geht von vorne los. Bei einem ist Lochanka-Kerosina daraus geworden, bei einem anderen Krivlakabusina und ein dritter hat nur noch ausgespien und gesagt, pfui, eine schwarze Stunde mag dich erwischen. Kurz und gut, als sie schon gemerkt haben, dass mit der hier nicht gut Kirschen essen ist, sagt der Dorfschulze, Ivan Popperille meine ich Folgendes zu mir. Die Geschichte ist nämlich die, wir haben eigentlich gar nichts gegen dich, Tevau. Du bist, sagt er, zwar ein Jud, aber kein schlechter Mensch. Aber das eine, sagt er, hat mit dem anderen nichts zu tun. Prügeln müssen wir dich. Die Versammlung hat beschlossen, das nicht zu machen. Wir werden dir, sagt er, mindestens die Fensterscheiben einschlagen. Das, sagt er, müssen wir machen. Wenn jemand, sagt er, vorbeifährt, soll man sehen können, sagt er, dass du Prügel bezogen hast. Sonst, sagt er, wird man am Ende noch uns bestrafen. Und nun, sagt er, Tebel, heizt du den Chamouar an und bewirtest uns mit Tee. Und einen halben Eimer Brandwein für die Versammlung nehmen wir natürlich auch. Ein jeder trinkt ein Gläschen auf deine Gesundheit, sagt er, denn du bist ein kluger Jud, ein Mann Gottes. Mit eben diesen Worten und mit dieser Sprache, wie ich es euch erzähle, so mag mir Gott helfen, wo immer ich mich auch hinwende. Nun, jetzt frage ich euch bei der lächeln. ihr seid doch ein Mensch, der ein bisschen herumgekommen ist in der Welt? Hat wir denn nicht recht, wenn er sagt, dass wir einen starken Gott haben? Jetzt habe ich euch, so kann man es wohl sagen, den Wochenabschnitt Bollek aufgeschlüsselt. Jetzt können wir zum Wochenabschnitt Leichleicher G zurückkehren. Diesen Wochenabschnitt hat man mit mir erst unlängst durchgenommen. Und zwar in der lebhaftesten Wirklichkeit. Diesmal hat, wenn ihr versteht, was ich meine, keine Auslegung und keine Moralpredigt mehr genutzt. Und so wie sich die Geschichte ereignet hat, so will ich sie euch auch genau wiedergeben, bis in die kleinste Einzelheit habe sie wie ich's gern habe das heißt in diesem fall wie ihr es liebt und es geschah in den tagen von mendelbeilis es war genau in der zeit als unser opfer am mendelbeilis im gefängnis höllenqualen durchstehen musste, seine seele für fremde sünden geläutert hat und die welt hat sich gedreht wie ein karussell da sitze ich eines Tages in Gedanken vertieft auf der offenen Veranda an meinem Haus. Es ist Hochsommer, die Sonne brennt und der Kopf brummt. Kann das sein? Kann das sein? Ist denn das die Möglichkeit? In heutigen Zeiten eine so kluge Welt, so große Menschen. Und wo bleibt Gott, der alte jüdische Gott? Warum schweigt er? Wieso lässt er so etwas zu? Ist das möglich? Und noch einmal und zum dritten Mal, ist denn so etwas überhaupt möglich? Und wenn man so über Gott nachdenkt, kommt man ganz nebenbei auf andere Dinge des Himmels und fängt plötzlich an zu grübeln. Was ist es denn? Die Welt? Und was ist jene Welt? Und warum sollte der Messias nicht kommen? Ach, denke ich bei mir, er würde schon wie ein Weiser handeln, der Messias meine ich, wenn er gerade jetzt auf seinem weißen Schimmel angeritten zu uns käme. Das wäre eine feine Sache. Er ist noch nie, so denke ich, unseren Brüdern, den Kindern Israels, so vonnöten gewesen wie gerade jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es um die Reichen steht, die Brodzkis zum Beispiel in Jehupets oder die Rothschilds in Paris. Kann schon sein, dass er ihnen genauso viel bedeutet wie eine Antilope, der Spazierstock. Aber wir, arme Juden aus Kasrilewke und aus Mazepowke und aus Slodejewke und sogar aus Jehupets, ja sogar aus Odessa, wir halten Ausschau nach ihm. Ach, was halten wir nach ihm Ausschau? Die Augen schauen wir uns aus den Köpfen heraus. Es ist doch jetzt schon unsere einzige Hoffnung, dass Gott ein Wunder tut und dass der Messias kommt. Während ich so sitze, vertieft in solche Gedanken, schaue ich hoch und ein weißes Pferd. Darauf sitzt einer und reitet, und zwar direkt zum Tor von meinem Haus. Brrr. Er hat angehalten, ist abgestiegen, hat das Pferd am Tor angebunden und sagt zu mir, Sei gegrüßt, Devil. Seid auch gegrüßt, seid gegrüßt, Euer Hochwohlgeboren, erwidere ich eifrigst, und in meinem Herzen denke ich dabei, Wejo homen?« Und als Haman hereinkam und Rashi sagt dazu, Man hält Ausschau nach dem Messias und es kommt der Amtmann. Und ich stehe auf und gehe ihm entgegen, dem Amtmann entgegen, meine ich. Es sei willkommen der Gast, sage ich. Was gibt es Neues in der großen Welt, sage ich. Und was kannst du mir Gutes berichten, Herr? Und mein Herz versinkt bald im Boden. Ich möchte schon wissen, was und wie. Aber er, der Amtmann, meine ich, lässt sich Zeit. Er raucht in aller Ruhe seine Zigarette aus, bläst den Rauch aus, spuckt aus und sagt zu mir, wie viel Zeit brauchst du ungefähr, Devil, um deine Bleibe, sagt er, mit allem drum und dran zu verkaufen? Ich schaue ihn an. Wozu, sage ich, sollte ich meine Bleibe verkaufen? Wem, sage ich, steht sie denn im Weg? Sie steht, sagt er, niemandem im Weg. Ich bin aber gekommen, sagt er, um dich, sagt er, aus dem Dorf zu entfernen. Bloß aus dem Dorf entfernen und weiter nichts, sage ich. Wegen welcher guter Taten das? Womit, sage ich, habe ich bei dir eine solche Ehre verdient? Das heißt, nicht ich entferne dich, sagt er. Es ist die Gouvernie, die dich entfernt. Die Gouvernie, sage ich. Was missfällt dir denn an mir? »Man entfernt auch nicht nur dich«, sagte er, »und nicht nur von hier, sondern aus allen Dörfern rundherum. Aus slojiljewke sagte er, »und aus Rabiljevka und aus Kostolomjevka und sogar«, sagte er, Anatjewke, was bisher ein Städtchen gewesen ist, auch das wird jetzt«, sagte er, »ein Dorf und man wird von dort alle«, sagte er, »alle von euch vertreiben.« etwa sage ich auch den fleischer Laserwolf, wolf und etwa auch den krüppeln auf der Ligerschön. und den dortigen schächter und den rabbi alle 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 sagt er und macht mit der hand eine bewegung wie wenn einer mit dem messer schneidet es ist mir sogar etwas leichter ums Herz geworden, so wie er zu sagen pflegt, die Sorge vieler ist ein Trost für den Einzelnen. Aber es verdrießt mich doch, und in mir brennt ein Feuer, und ich sage zu ihm, zu dem Amtmann meine ich, entschlossen, Sage mir, sage ich, weißt du überhaupt, sage ich, Euer Hochwohlgeboren, dass es hier meine Leute schon viel länger bewohnen als du? weißt du sage ich dass gerade hier in dieser ecke schon mein vater gott hab ihn selig sage ich gesessen ist und mein großvater gott hab ihn selig und meine großmutter gott hab sie selig und ich bin nicht faul in meine ganze familie bei ihren Namen abzubeten wer wo gelebt hat und wer wo gestorben ist er hört mich erstaunlicherweise an und wenn ich fertig bin sagt er zu mir Du bist ein neugieriger Jude, Tevel, sagte. und du besitzt neun Maß Reden. Was nützen mir deine Geschichten, sagte. er, über deinen Großvater und deine Großmutter? Sie mögen dir, sagte, er, einen lichtdurchfluteten Paradiesgarten bescheren, und du, Tevel, sagte, packe deine sieben Sachen und fahre, fahre bloß nach Berdichev. Nun verdrießt es mich noch mehr. Es reicht wohl nicht, du Esau, dass du mir diese entzückende Botschaft überbringst. Du musst auch noch eins drauf tun mit, fahre, fahre nach Berditschew. Das darf nicht so ganz unbeantwortet bleiben. Also sage ich zu ihm: Euer Hochwohlgeboren, sage ich, während der ganzen Zeit, die du schon hier der Herr bist, wie oft, sage ich, hast du schon gehört, dass sich einer der Nachbarn beschwert hätte, der wir habe ihn bestohlen, beraubt oder betrogen oder sonst geschädigt. Bitte, geh und frage die Hausherren, sage ich, ob ich mit ihnen nicht besser zusammengelebt habe, sage ich, als der beste Hausherr. Bin ich denn nicht, sage ich, oft genug bei dir selbst, mein Herr gewesen, um für sie, die Ukrainer zu bitten, du sollst ihnen keinen Harm tun? Das hat ihm wohl nicht so geschmeckt. Er steht auf, der Amtmann, zerdrückt die Zigarette zwischen seinen Fingern, wirft sie weg und sagt zu mir Ich habe, sagt er, keine Zeit für leeres Geschwätz mit dir. Ich habe, sagt er, eine Weisung bekommen, und weiter geht mich die Sache nichts an. Komm, sagt er und unterschreibe die Weisung, man gibt dir, sagt er, drei Tage bis zur Abfahrt, während derer, sagt er, du alles verkaufen kannst und dich vorbereiten zur Abreise. Ich habe gesehen, dass ich hier nichts mehr ausrichten kann. Ich sage zu ihm, du gibst mir, sage ich, drei Tage gibst du mir. Drei Jahre sollst du, sage ich, dafür in Wohlstand und Würde leben. Gott soll dir, sage ich, die entzückende Botschaft, die du in mein Haus gebracht hast, mit Zweifachen des Doppelten vergelten. Gut habe ich es ihm gegeben, wie wir es ihm kann. Ich habe mir gesagt, wenn schon denn schon, für ihn bin ich sowieso nur der Saujut, was habe ich schon zu verlieren? Wäre ich auch nur 20 Jahre jünger gewesen und hätte meine Golde Gott hab sie selig noch gelebt, und wäre ich noch derselbe Milchmann, der wir gewesen wie einst, wie in der grauen Vorzeit, mein lieber Schwan, da hätte ich so schnell nicht nachgegeben. Ich hätte mich geschlagen, gekämpft bis zum letzten Tropfen Blut. Aber so was soll's? Maone, Macha jene. Was sind wir und was ist unser Leben? Das heißt in diesem Fall, was und wer bin ich heute schon? Ein Körper ist ein Scherbensplitter. Ach, du Schöpfer der Welt, du unser lieber Gott, denke ich bei mir. Was hast du dich denn ausgerechnet an den Tevier so herangemacht? Warum magst du nicht einmal zur Abwechslung mit einem interessanteren deine Spielchen treiben? So zum Beispiel mit dem Brotzki oder mit dem Rothschild? Warum bringt man nicht ihnen den Wochenabschnitt gleich vorbei? Es würde Ihnen, wie mir scheint, besser zu Gesicht stehen. Erstens würden Sie so einmal richtig auskosten können, was es bedeutet, ein Jude zu sein. Und zweitens könnte man an Ihnen besser vorführen, dass wir einen starken Gott haben. Kurz und gut, das ist aber alles leeres Geschwätz. Mit dem lieben Herrgott streitet man nicht und man gibt ihm keine Ratschläge, wie er die Welt beherrschen soll. Wenn er sagt, im mein ist der Himmel und mein ist die Erde. Dann bedeutet es, dass er der Herr im Haus ist und wir ihm gehorchen müssen. Was er sagt, das gilt. Ich gehe ins Haus und sage zu meiner Tochter, zu der Witwe: Zeitl, sage ich, wir ziehen hier fort, sage ich, irgendwohin in die Stadt. Genug auf dem Dorf gelebt, sage ich. Neuer Ort, neues Glück. Du packst jetzt geschwind, sage ich, das Bettzeug und den Samovar und dergleichen zusammen. Und ich, sage ich, geh unser Haus verkaufen. Es ist gekommen, sage ich, eine Weisung, dass wir den Ort, sage ich, räumen müssen. Und in drei Tagen, sage ich, darf hier keine Spur mehr hinter uns bleiben. Fängt sie nicht gleich zu weinen an, meine Witwe, wo sie von mir die Botschaft hört? Und ihre Kinderlein heulen auch gleich los, wenn sie sie weinen sehen. Und aus dem ganzen Haus wird, das soll ich euch erzählen, auf einmal eine Trauerhalle. Sowieso schon wütend genug lasse ich mein ganzes bitteres Herz an meiner Tochter der Ärmsten aus. Was habt ihr euch verschworen gegen mein Leben? Was jammert ihr mir plötzlich die Ohren voll, sage ich. Wie ein alter Kantor zu den ersten Bußgesängen vor den hohen Feiertagen? Bin ich denn Gottes Nesthäkchen? Bin ich denn ein Ansthase? Fehlt es denn an Juden, sage ich, die heute aus den Dörfern vertrieben werden? Höre dir bloß an, sage ich, was der Amtmann erzählt. Es sieht nämlich so aus, sage ich, dass selbst ein anatefka was bisher ein Städtchen gewesen ist, nun mit Gottes Hilfe zum Dorf werden soll, sage ich und das alles nur den Juden zuliebe, damit man sie alle vertreiben kann. Und wenn dem so ist, sage ich, was bin ich denn schlechter als alle anderen Juden? So also schütte ich ihr, meiner Tochter, das Herz aus. Aber sie ist doch ein Weib, sie sagt zu mir, Wo sollen wir denn, sagt sie, hinziehen, so plötzlich aus dem blauen Dunst? Wo sollen wir, sagt sie, in eine Stadt suchen. Psst, sage ich. Als Gott, sage ich, zu unser aller Vater Abraham gekommen ist und ihm gesagt hat, sage ich, Leich, Leich Jorzecho, geh aus deinem Vaterland. Hat ihn denn da Abraham etwa auch gefragt, wohin? Gott hat ihm doch gesagt, sage ich, El in ein Land, das ich dir zeigen will. Das heißt in diesem Fall, in alle vier Himmelsrichtungen. Wir wollen dorthin gehen, wo uns die Augen führen, wo alle Juden hingehen. Was mit dem Volk Israel geschieht, sage ich, das wird geschehen auch mit dem Herrn Israel. Und womit hast du mehr Rechte verdient, sage ich, als deine Millionärschwester Belke. Ihr steht es gut zu Gesicht, mit ihrem Bedhozzur in Amerika jetzt das zu tun, was sie dort nennen, sich ein schönes Leben machen. Also wird es dir hier, sage ich, auch gut zu Gesicht stehen. Wir müssen dem Allmächtigen gesegnet, sei er noch danken, sage ich, dass wir zumindest etwas in der Hand haben, wofür wir uns bewegen können. Etwas, sage ich, ist noch von früher übrig geblieben, und etwas von den Habseligkeiten, die wir verkauft haben, und etwas wird für das Haus herausspringen. Mit etwas hier und etwas dort, sage ich, rührt man sich von Ort zu Ort. Auch dies sei zum Guten. Und selbst wenn wir gar nichts hätten, sind wir, sage ich, immer noch besser dran als Mendelbeilis. Kurz und gut: Irgendwie habe ich sie so weit gebracht, dass sie ihre Sturheit aufgegeben hat. Ich habe ihr vernünftig auseinandergelegt, dass wenn der Amtmann mit der Weisung kommt, man soll gehen dass man dann kein Spielverderbe sein darf und gehen muss. Und ich selbst bin dann ins Dorf gegangen, um die Sache mit dem Haus zu regeln. Und zwar direkt zu Ivan Popperile, zu dem Dorfschulzen meine ich. Er ist ein ukrainischer Großbauer und schielt schon lange hinter meiner Bleibe her. Bei Ivan angekommen erzähle ich ihm nichts von Weisung und nichts von Speisung. Der Jude ist klüger als der Unbeschnittene, sondern ich sage zu ihm, nun, ihr wisst, Ivan, mein Täubchen, ich verlasse euch. Er sagt, nanu, ich sage, ich ziehe, sage ich, in die Stadt. Ich möchte, sage ich, unter Juden sein. Ich bin kein Jüngling mehr, und wenn ich, Gott behüte, sterbe, sagt Ivan zu mir. Warum solltest du nicht hier sterben? Wer hindert dich daran? Ich bedanke mich schön für die Großzügigkeit und sage Sterbe du lieber hier, sage ich. Du hast Vorfahrt. Und ich gehe besser, sage ich, zu den meinigen zum Sterben. Kaufe mir, Ivan, sage ich zu ihm, mein Haus mit dem Garten ab. Einem andern, sage ich, würde ich nicht verkaufen. Dir schon. Wie viel, sagt er, willst du für dein Haus? Wie viel, sage ich, würdest du geben? Und so ging es hin und her. Er zu mir, wie viel willst du? Ich zu ihm, wie viel gibst du? Wir haben gehandelt und Handschläge getauscht, einen Rubel drauf, einen Rubel runter, so lange, bis wir den Preis ausgehandelt haben einen ordentlichen Abschlag auf die Hand habe ich von ihm auch genommen, damit der Gott behüte sein Angebot nicht zurückzieht. Der Jude ist klüger als der Unbeschnittene. Und so habe ich an einem Tag mit meinem ganzen Gutglück alles verkauft, fast umsonst selbstverständlich, alles zu Gold gemacht und habe mich auf den Weg gemacht, einen Fuhrmann zu bestellen, damit er den übriggebliebenen Rest meiner Armseligkeiten auflädt. Ihr werdet gleich hören, was sich den Tevier in seinen Weg nicht alles verirrt. Passt nur gut auf, ich will euch nicht mehr lange aufhalten und euch den Rest vermitteln, so wie ihr zu sagen pflegt, beschleuschet worden in drei Dingen, das heißt in diesem Fall in zwei Worten. Kurz und gut, ich komme vor der Abreise heim und finde kein Haus mehr, sondern ein Trümmerhaufen. Die kahlen Wände weinen bittere Tränen. Auf dem Boden steht lauter Gepäck herum. Hinter dem Ofen sitzt traurig die Katze, die ärmste, wie ein Waisenkind. Es hat mir direkt einen Stich ins Herz gegeben und Tränen sind mir in die Augen gestiegen. Hätte ich mich nicht vor meiner Tochter geschämt, so hätte ich mich richtig ausgeheult. Wie sagt man, Schluss mit Lustig. Hier aufgewachsen, hier mein Leben lang elend gelitten, und auf einmal aus dem blauen Dunst, leich, leich. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, es ist schon ein verdrießlich Ding. Aber Tevje ist doch kein Weib. Ich gewinne wieder die Fassung, Du einen auf fröhlich und rufe nach meiner Tochter, der Witwe. Komm daher, sage ich, Zeitel, wo steckst du denn? Sie kommt heraus aus der hinteren Bettnische, Zeitel meine ich. Mit roten Augen und geschwollener Nase. Aha, denke ich bei mir, meine Tochter jammert da schon wieder herum, wie ein Weib zum Neujahrsgebet Venossen und Teuketh. Also die Weiber, sage ich euch, verstehen keinen Spaß, sie heulen gleich los wie die Schlosshunde, die Tränen sind bei denen billig zu haben. Psst, sage ich zu ihr, was heulst du schon wieder? Bist du denn verrückt, sage ich. Denke nur, sage ich, an den Unterschied zwischen dir und Mendelbeilis. Sie will mir nicht zuhören und sagt: Papa, sagt sie, du weißt nicht, warum ich weine. Ich sage: Das weiß ich sehr wohl. Warum sollte ich es nicht wissen? Du weinst, sage ich, weil es dir leid tut um das Zuhause. Du bist doch hier, sage ich, geboren und aufgewachsen. Kein Wunder, dass es dich verdrießt. Glaube mir, sage ich, wenn ich nicht Tevier wäre, sondern ein anderer, würde ich selbst auch diese kahlen Wände, sage ich, und diese leeren Gestelle küssen. Ich selbst würde auch auf diese Erde fallen. Es tut mir leid, sage ich. Genauso wie dir, du Dummerchen. Sogar die Katze, sage ich. Siehst du, wie sie verwaist dort hinter dem Ofen sitzt? Das stumme Antlitz, die Kreatur, was muss man mit ihr Mitleid haben, dass sie alleine da bleiben muss, ohne Herrschaft? Tierquälerei ist das. Stell dir vor, sagt sie, es gibt da noch jemanden, der mehr Mitleid verdient. Nämlich, wir fahren nämlich weg und lassen hier einen Menschen allein zurück. Einen Menschen, dessen Kummer härter ist als Stein ich verstehe nicht was sie meint und sage zu ihr was redest du da was für kummer was für mensch was für stein sie sagt zu mir papa sagt sie ich rede nicht von der abreise ich rede sagt sie von unserer have und so wie sie den namen ausgesprochen hat war es mir, ich schwöre es euch, als hätte mir einer mit einem Holzscheit auf den Kopf gehauen. Und ich falle über meine Tochter her und nehme sie ordentlich ins Gebet. Was hast du denn urplötzlich aus dem blauen Dunst mit Habe? sage ich. Habe ich denn nicht oft genug erklärt, dass sie unwiderruflich vergessen ist? Meint ihr, es schreckt sie ab? Nicht die Bohne? Davies Töchter haben Kraft in sich. Papa sagt sie zu mir, werde bloß nicht so wütend und erinnere dich lieber daran, was du selbst, sagt sie, so oft gesagt hast, dass es nämlich geschrieben steht, dass der Mensch mit einem anderen Menschen so viel Mitleid haben sollte, wie der Vater mit seinem Kind. Hast du Tön! Ich brause selbstverständlich noch mehr auf und gebe ihr zurück, was ihr zusteht. Du redest mit mir, sage ich, über Mitleid? Wo ist denn ihr Mitleid geblieben? Als ich vor dem Popen, sein Name sei ausgetilgt, wie ein Hund gelegen bin, ihm die Füße geküsst habe, und sie war dabei, sage ich, womöglich im Nebenzimmer, und hat jedes einzelne Wort mitgehört. Oder wo ist, sage ich, ihr Mitleid geblieben, als Mama Gott hab sie selig, sage ich, schwarz überdeckt auf dem Boden gelegen hat, nicht dir zugedacht? Wo war sie denn damals? Ha? Und die Nächte, sage ich, die ich nicht durchgeschlafen habe, und der Schmerz, sage ich, der mir die ganze Zeit über zugesetzt hat, immer bis auf den heutigen Tag, sage ich, als ich mich daran erinnern musste, was sie mir angetan hat, sage ich, Wem sie uns ausgeliefert hat? Wer hat denn mit mir Mitleid? Und es wird mir heiß am Herzen und ich kann kein Wort mehr sagen. Ihr meint, Tevies Tochter hat darauf kein Wort der Antwort gefunden. Du selbst, sagt sie, sagst doch, Papa, dass wenn ein Mensch bereut, dass ihm dann selbst der Gott verzeiht? Bereuen, sage ich, zu spät das zweiglein sage ich das sich einmal vom baum gelöst hat muss vertrocknen das blättlein sage ich das abgefallen ist muss verfaulen und du sage ich sollst nie wieder damit bei mir anfangen ad kon oim rim bis hierher und nicht weiter kurz und gut als sie gemerkt hat, dass sie bei mir mit Worten nichts mehr ausrichten kann, Tavia ist nicht der Mensch, den man überreden könnte. Fällt sie gar vor mir auf den Boden und fängt an, mir die Hände zu küssen und sagt zu mir: „Papa“, sagt sie, „es soll mir im Leben schlechter gehen“, sagt sie. Hier auf der Stelle soll ich sterben, wenn du sie diesmal wieder von dir stößt, sagt sie, wie du sie damals im Wald von dir gestoßen hast, als sie, sagt sie, vor dir zu Boden gefallen ist und du den Wagen umgekehrt hast und geflohen bist. Welch eine Klette auf meinem Kopf, sage ich, welch ein Verhängnis, was machst du mir denn mein Leben zur Hölle? Sie lässt nicht locker, hält meine Hände fest und bleibt bei ihr. Es soll mir schlechter gehen, sagt sie. Ich soll sterben, wenn du ihr nicht verzeihst, sagt sie. Denn sie ist deine Tochter, sagt sie, genau wie ich. Was willst du denn, sage ich, von meinem Leben? Sie ist nicht mehr meine Tochter. Sie ist schon längst gestorben. Nein, sagt sie. Sie ist nicht gestorben und sie ist wieder deine Tochter geworden, sagt sie. So wie früher, denn vom ersten Augenblick an, sagt sie, als sie davon erfahren hat, dass man uns wegschickt, hat sie zu sich selbst gesagt, dass es bedeutet, dass man uns alle wegschickt, also auch sie. Wo wir sind, das hat Have selbst zu mir gesagt. Dort ist auch sie. Unsere Verbannung ist ihre Verbannung. Und wenn du einen Beweis brauchst, Papa, dass dort... Ist ihr Gepäck? Das sagt also zu mir meine Tochter, zeige meine ich, in einem Atemzug, so wie die zehn Söhne Hamans in der Esterrolle zu Purim. Sie lässt mich nicht einmal ein Wort aussprechen und zeigt auf irgendein in rotem Tuch eingewickeltes Gepäck und anschließend ruft sie zu der hintern Bettnische hin. Habe All das so, wie ihr mich den Juden dastehen seht. Und was soll ich euch sagen, lieber Freund? Einfach genau so, wie es in euren Büchern geschrieben steht. Tritt aus der hinteren Bettnische Sie. Habe meine ich, hervor. Gesund, hochgewachsen, schön, so wie sie gewesen ist. Es fehlt kein Haar. Nur das Gesicht wird etwas besorgt, die Augen sind etwas verzogen, aber den Kopf hält sie aufrecht mit Würde. Sie bleibt eine Weile stehen, schaut mich an, ich schaue sie an, und dann streckt sie mir beide Hände entgegen, und sie bringt nur ein Wort heraus, ganz leise, nur ein einziges Wort. Papa. Nehmt es mir nicht übel. Wenn ich mich daran erinnere, steigen mir auch heute noch Tränen in die Augen. Aber nicht, dass ihr deswegen denkt, der wir hätte damals Gott behüte eine Träne vergossen oder sich, wie man so sagt, weichherzig gezeigt. Nichts da! Das heißt, was ich dabei im Innern meines Herzens gefühlt habe, das ist wieder eine andere Geschichte. Ihr selbst seid doch auch Vater von Kindern und kennt genauso gut wie ich die einfache Bedeutung von dem Vers, kerochem ovalbonim, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Oder anders gesagt, mag sich ein Kind auch noch so versündigen, wenn es euch dann direkt in die Seele schaut und zu euch sagt: Papa, seid dann ein Fels und weist es ab. Aber auf der anderen Seite, das Blut wallt in mir auf, und ich erinnere mich an den hübschen Streich, den sie mir gespielt hat. Ein Hwetschke Galagan, er mag in der Erde versinken. Und an den Popen, sein Name sei ausgetilgt. Und meine Tränen. Und Golde, Gott hab sie selig, ihr Tod. Nein, sagt ihr doch selbst, wie kann man so etwas vergessen? Wie kann man das vergessen? Und wieder andersrum, es ist doch immer noch dein Kind. Gerochem wie soll der Mensch so grausam sein, wenn selbst Gott über sich sagt, er sei ein geduldiger Gott? Zumal sie bereut und zu ihrem Vater und zu ihrem Gott zurückkehren will. Was sagt ihr, Pani Scholem Ihr seid doch ein Mensch, welcher Bücher schreibt und der Welt Ratschläge erteilt. Sagt doch ihr selbst, was Stevia hätte tun sollen. Sie in die Arme nehmen, wie die eigene, sie küssen und umarmen und ihr sagen, was wir im Kolnidre-Gebet am Versöhnungstag sagen: so tiki ich habe vergeben, so wie du geheißen hast. Das heißt, in diesem Fall, komm zu mir, du bist mein Kind. Oder etwa den Wagen umkehren, so wie damals, und zu ihr sagen: Leich, Leicho, oh, geh bei guter Gesundheit dorthin, wo du hergekommen bist. Nein, stellt es euch doch einfach vor, ihr selbst wärt an der Wirstelle gewesen, und dann versucht mir zu sagen, aber ganz offen, wie ein wahren guten Freund, wie ihr gehandelt hättet. Und wenn ihr es mir nicht gleich sagen könnt, gebe ich euch genug Zeit, damit ihr es euch überlegen könnt. Und derweil muss ich gehen. Die Enkel warten schon auf mich. Sie halten Ausschau nach dem Großvater. Die Enkel, müsst ihr wissen, sind noch tausendmal teurer und dem Herzen näher als die Kinder. Bonim, Bonim, Kinder und Kindeskinder, wenn das nichts ist. Bleibt mal gesund und nehmt es mir nicht übel, dass ich euch so voll gelabert habe. Nun, dafür werdet ihr zumindest etwas zum Schreiben haben. Wenn Gott so will, werden wir uns sicher noch sehen. Agiten!

schnell bin ich schon alt geworden.